Stream läuft. Wunderbar. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 19. Mai 2015. Wir haben 9.33 Uhr und wir haben wenig Zeit. Es ist viel zu tun. Wir steigen mal direkt. Sind wir jetzt schon beschlussfähig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Wunderbar. Kommen wir direkt kurz über die zur Abstimmung über die nicht öffentlichen Teile. Es sind einige Punkte aufgelaufen, die wir aber, glaube ich, relativ zügig abgehandelt kriegen. Es geht einmal um den Bereich Personalia, Moni Grumpy, maximal 15 Minuten. Ich glaube, wir sind da aber schneller mit durch. Dann vom letzten Mal Datenschutzbeauftragung, Moni nachrichtlich, 5 Minuten. Stellenausschreibung, FGF nachrichtlich, 5 Minuten. Personalia, Joachim, 10 Minuten. Dann vom letzten Mal, damit es halt auch nur 5, sagt Joachim gerade. Wunderbar. Dann haben wir Interna von Daniel Schwert noch mit x Minuten. Ich denke mal, das dürften wir aber auch innerhalb von 5 bis maximal 10 Minuten abgehandelt haben. Dann der, wie immer vor Plenartagen, kurze taktische Teil, Moni Grumpy, 10 Minuten. Und ein möglicher gemeinsamer Antrag Dirk, der zu einem Themenbereich vom letzten Mal, der hinten runtergefallen war, den habe ich jetzt extra mal wieder mit draufgesetzt. Sollte Dirk also das kurz ansprechen wollen, dass wir da auch 10 Minuten haben. Somit kämen wir roundabout auf, lasst mich mal gerade gucken, 60 Minuten, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, maximal. Ja. Das bedeutet nicht, dass wir diese 60 Minuten verpflichtend machen. Wenn wir merken, dass es halt einfach zeitlich nicht geht, müssen wir bestimmte Dinge entscheiden zu schieben. Ich könnte Einzelteile davon schieben. Deswegen, wer ist für die Abstimmung dieser nicht öffentlichen Teile? Ich sehe, das ist einstimmig. Vielen Dank. Dann kommen wir zum Bericht des Vorstands und der Pressestelle und von daher auf die schnelle Ingo, bitte. Einen wunderschönen guten Morgen. In dieser Woche kümmern wir uns logischerweise schwerpunktmäßig um die anstehenden Plenartage. Die Anträge, die wir alleine oder auch mit den anderen Fraktionen eingereicht haben fürs Plenum, haben wir traditionell zusammengefasst für eine Plenarübersicht, die heute Mittag verschickt werden soll. Ihr kennt das Prozedere, die einzelnen Zusammenfassungen habe ich ausgedruckt und den antragstellenden MDL werde ich sie gleich hinlegen mit der Bitte um kurz gegenchecken und mir zurückgeben, damit wir das dann heute Mittag rausschicken können. Das andere Top-Thema zu den Plenartagen, abgesehen von unseren Anträgen, ist logischerweise die Vizewahl. Die hatten wir ja letzte Woche mit einer Pressekonferenz angekündigt. Wie wir da weiter vorgehen, wird sich im Laufe der nächsten Stunden und Gespräche dann definieren und dann werden wir entsprechend handeln. Noch mit Blick auf die Plenartage auch noch mal die Bitte, uns die Redetexte zur Verfügung zu stellen, und zwar möglichst vor den Reden, und zwar früh vor den Reden, weil wir haben ja diese Idee mit diesen Fotos, das hat sich ja bei den letzten Plenartagen sehr erfolgreich bewährt. Da würden wir natürlich gerne weiter dran anknüpfen und dann noch ein bisschen weiter ausbauen. Und da erleichtert uns logischerweise, wenn wir da Text auf die Fotos schreiben, wenn wir den Text vorher haben, bevor wir die Fotos rausschicken. Das wäre total super. Damit wir neue Fotos haben, werden wir einen Fotografen im Haus haben, an beiden Plenartagen, jeweils von 10 bis ungefähr 18 Uhr. Ein ganz neuer Fotograf, den wir dadurch kennen, dass er für die Veranstaltung zur offenen Ganztagsschule schon für uns Fotos gemacht hat. Von daher nett lächeln, wenn ihr am Redepult steht. Dann noch zwei andere thematische Dinge, die jetzt erstmal mit der Plenartagen nichts zu tun haben. Das eine ist aktuell nach dem Bundesparteitag der FDP ist ja Cannabis-Legalisierung ganz groß in den Medien. Ich würde da gerne mit dem Hanf-Team, Cannabis-Grasperin-Team, mal Kontakt aufnehmen und überlegen, ob wir an der Diskussion teilhaben wollen und wenn ja, wie. Weil im Moment steht Rheinische Post, Titelseite, FDP fordert Cannabis-Legalisierung. Ich finde, den Ball sollten wir uns da nicht nehmen lassen, da müssen wir irgendwie beibleiben. Und das andere ist die Gamescom, die findet wie jedes Jahr im August, auch dieses Jahr im August statt. Es gibt eine Anfrage von der Partei, ob wir uns daran beteiligen wollen vor Ort.
Und nachdem wir das letztes Jahr relativ kurzfristig entschieden hatten, würde ich vorschlagen, dass wir das dieses Jahr etwas langfristiger planen, sofern es denn gewünscht ist. Ich habe vorgeschlagen, dass wir uns nächste Woche im Vorstand mit dieser Gretchenfrage beschäftigen, ob wir da teilnehmen wollen und wenn ja, wie. Dafür wäre es logischerweise sehr sinnvoll, wenn die MDL, die dieses Thema Games thematisch begleiten und vielleicht sogar parlamentarische Initiativen planen, in der Pipeline haben, dann sich entsprechend melden bis zur nächsten Vorstandssitzung, weil ohne parlamentarische Initiative, würde ich sagen, lohnt sich erstmal dieser Einsatz von der Fraktion in NRW vor Ort eher weniger. Aber vielleicht haben wir da ja irgendwas in der Pipeline. Ich gucke mal Richtung Daniel oder andere MDL, die sich im Thema annehmen wollen. Ja, wenn wir da bis nächste Woche Montag wüssten, was wir da dann entsprechend präsentieren können, wäre das super. Fertig. Nein, so. Gibt es Rückfragen? Oh, Daniel? Und Joachim? Oh, echt? Okay. Ja, dann. Ich wollte das noch ergänzen. Pressebericht, Aktivitäten für diese Woche. Ich bin gestern Abend für 20 Minuten in der SG-Presse des Bundes gewesen. Und die sind recht heiß, zwei Themen, die wir dieses Mal ins Plenum einbringen, auch noch auf der Bundesseite zu featuren. Das eine ist der Antrag zum Datenschutzbeauftragten und das andere ist der Antrag Datenschutz in Schulen. Darüber hin, also dass man das halt koordiniert mit der Bundespresse, dass sie entsprechend was raushauen. Und bleibt mir dann nur noch mal einen Aufruf loszuwerden. Die suchen auch gerne nach Blogbeiträgen von MDL, auch hier aus diesem Land, zu deren Themen. Das könnte man auch ein bisschen intensivieren, um unsere Themen da bundesweit ein bisschen breiter zu streuen. Also da gab es einen Aufruf, ich soll den in die Fraktion tragen, hiermit geschehen. Danke. Vielen Dank. Daniel? Ja, danke schön. Ich habe jetzt also keine Reaktion gesehen von Daniel, was die Gamescom angeht. Ich wollte mal nachfragen, weil ich finde das irgendwie wichtig, das Thema. Machen wir da irgendwie was oder kannst du da jetzt nichts zu sagen? Dann schieben wir das gerade weg. Okay. Ich melde mich auch ganz kurz. Ja, das Thema ist wichtig. Ich selber habe es halt auch schon gestern besprochen und ich selber habe sogar festgestellt, dass ich dieses Jahr einfach mal zur Gamescom kann, was mich sehr freut, dass das diesmal terminlich klappt in der Sommerpause. Von daher, wir hatten das dann auch gestern so festgehalten, dass wir dazu was ausarbeiten wollen. Und von daher würde ich sagen, dass wir hier intern uns mal zusammenhocken und dafür was ausarbeiten. Ich glaube, nächste Woche Montag wird ein bisschen schwierig, da ist ja Feiertag, wenn ich mich nicht irre. Aber wir kriegen dann für die Sitzung darauf auf jeden Fall etwas auf die Beine gestellt. Zusätzlich hatten wir kurz angesprochen gehabt, gestern noch in der Vorstandsrunde den CSD Düsseldorf. Dann haben wir eine Beschlussvorlage formuliert, die habe ich gerade zeitig auch zurückgezogen. Ist ein allgemeiner Aufruf für kommendes Wochenende. Da werden wir auch einen Slot auf der Bühne haben, wo eventuell der Düsseldorfer Ratsvertreter und oder Düsseldorfer MDL hier aus dem Landtag dann ein paar Takte sagen können zum Christopher Street Day. Und der Rest war mehr oder weniger Plenarvorbereitung. Gibt es zu dem Punkt Top 2 noch Fragen? Okay, dann würde ich weitergehen zu Top 3. Das ist Vorbereitung des nächsten Plenums. Der Link befindet sich im Pad unter Top 3. Ich würde sagen, wir schauen mal, wo es noch Lücken gibt, die aktuellen Stunden. Kurz die Anmerkung, sind von CDU, FDP aufgrund des stärkeren Verbal, ich kann da nur das sagen, was das Präsidium mir mitgeteilt hat, aufgrund des stärkeren Landesbezuges diesmal genommen worden und unsere nicht. Top 1 klar, 2, 3 ist klar, 4 ist klar. Wenn es eine Zwischenfrage gibt, bitte direkt aufzeigen, 5. 6 ist klar, 7, 8, 8, 8, weiter, okay, kalte Progression, okay, gut. 9, Kindertagespflege, auch klar, Überweisung, die Fragestunde, Haftungsverband, 11, Dietmar, vorbehaltlich des Verhaltens der Fraktion.
Top 11. Das Vertrauen in den bundesstaatlichen Haftungsverband darf nicht gefährdet werden. Jetzt steht hier eine Anmerkung, wo ich ganz kurz nachfragen möchte. Dietmar, bitte kurz. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe ja gestern noch mal eine E-Mail rumgeschickt, vor dem Hintergrund unserer Diskussion in der letzten Woche, wo es darum in erster Linie auch ging, ob wir auf den Antrag mit draufgehen. Die wurde ja hier sehr kontrovers geführt, auch mangels ausreichender Informationen innerhalb der Kürze der Zeit. Die Informationen liegen ja euch allen jetzt vor. Auch ich verweise da auf die E-Mails von David und Matthias insbesondere. Ich habe da auch noch das eine oder andere zugeschrieben. Andere haben auch sich noch rege daran beteiligt auf der Mailingliste. Es gäbe jetzt hier nochmal die Möglichkeit, und da ist meine Bitte, nachdem alle sich das haben durch den Kopf gehen lassen können und auch die auch hoffentlich ausreichenden Informationsstand haben, hier nochmal, wenn das möglich ist, nochmal darüber abzustimmen, es besteht eventuell die Möglichkeit noch mit auf den Antrag draufzugehen. Und von daher würde ich diese Ausnahmesituation erbitten, um noch einmal darüber abzustimmen, was, also nicht nur nach dem Motto, wir stimmen so lange ab, bis es mir passt, sondern wir stimmen so lange, wenn überhaupt, nur in diesem Fall ausnahmsweise einmal nochmal ab, weil die Informationsgrundlage heute eine andere ist als letzte Woche. Deswegen, nur deswegen. Bitte schön. Gibt es dazu Gesprächsbedarf? Olaf, Frank, bitte fasst euch kurz. Toso? Ja. Die Sachlage, klar, es ist eine Menge an Informationen gegangen. Überzeugt hat mich das Ganze nicht so richtig. Es bleibt immer noch, also für mich bleiben immer noch eine Menge Fragen über, warum ich auf gar keinen Fall auf den Antrag kann und warum ich dem Antrag so nicht zustimmen kann. Einiges davon hast du sogar erfasst, indem du selbst auch in der Mail, in der Diskussion, ich habe es jetzt gerade nicht gefunden, aber auch gesagt hast, dass man dann natürlich mal über eine europäische Lösungssache zu diesen Problematiken, überhaupt über eine Finanzordnung und so nachdenken müsste. Genau davon steht nichts in dem Antrag drin, dass das zumindest auch mal sein muss, dass das derzeit, also vielleicht sage ich jetzt mal, in den Umständen, die jetzt sind, geschuldet ist, aber dass das natürlich überhaupt, dass überhaupt diese Umstände da sind, ist ja schon der Kritikpunkt von mir, dass es überhaupt zu solchen Umständen kommen kann. Nicht, dass so ein Land nicht die Bürgschaften einhält, sondern dass das überhaupt so in die ganzen Finanzklamotten so laufen. Und von daher sehe ich es also immer noch als problematisch an. Und von daher möchte ich sehr, sehr stark überlegen, ob wir auf einem Antrag drauf sollen, von dem zumindest klar ist, und das meine ich allgemein, das ist klar, okay, das bin natürlich jetzt in diesem Fall, bin ich davon einer, ob wir auf einen Antrag drauf wollen, wo wir nicht alle hundertprozentig hinterstehen. Also wie sich jeder hinterher abstimmt, klar, ist immer jedem selbst überlassen, aber ob wir auf einen Antrag drauf müssen, ist immer ziemlich doof. Ich bin auch schon auf dem Plenum weggeblieben, weil ich einem Antrag nicht zustimmen konnte, wo wir drauf standen, weil ich das auch doof finde. Aber ich finde genau diese Situation finde ich auch nicht ganz toll. Von daher möchte ich das bitte mit zu berücksichtigen, wenn ihr euch jetzt dafür entscheidet, auf den Antrag drauf zu gehen oder nicht drauf zu gehen. Okay, danke Olaf. Frank, Toso, Nico. Ja gut, ähnliche Richtung. Wir haben zwar eine Menge Informationen bekommen, es bleibt aber dabei, dass die Anleihen zur Zeit 2006, 2007 kommen. Für mich ist diese Zeit ganz speziell sehr, sehr undurchsichtig, weil kurz vor der Finanzkrise war innerhalb der Banken schon eine Menge bekannt, wo es Risiko gibt und wo es kein Risiko gibt. Insofern jetzt zu sagen, dass diese Anleihen da sehr konservativ angelegt waren, wage ich mal zu bezweifeln, ist aber sicherlich eine sehr umfangreiche Diskussion. Es gibt verschiedene Untersuchungsausschüsse zu dem Kram. Grundsätzlich kann ich die Situation des Landes NRW als Investor natürlich verstehen, insofern auch so einen Antrag jetzt zu machen. Nicht hier, Österreich. So. Es hat da auch schon diverse gegeben, Bayern LB und das ist ja alles diese Geschichte. Die Situation von NRW als Investor kann man im Prinzip verstehen. Auch warum man jetzt so einen Antrag stellt. Aber ich habe das schon ein paar Mal auf der Mailingliste geschrieben. Ich bin halt auch zerrissen und möchte nicht eigentlich jetzt den reinen Investorantrag hier unterstützen und außer Acht lassen, was da vielleicht tatsächlich gewesen ist in 2006, 2007. Es ist auch, was die Rechtsübertragung, neue Konstruktionen, so viel in der Zeit passiert, dass man, meine ich, auch als Investor jetzt gar nicht so einfach so einen Antrag jetzt hier stellen kann. Ich sehe da auch sehr viel Populismus drin.
aber auch, wie gesagt, verständlich aus dieser einen singulären Sichtweise. Insofern, ich möchte hier irgendwelcher Mehrheitsentscheidung nicht im Wege stehen, werde mich aber sowohl hier bei einer Abstimmung, ob wir damit draufgehen, enthalten, wie auch im Plenum werde ich mich auch dazu enthalten. Wunderbar. Toso und Nico? Ja, so undurchsichtig die Bankgeschäfte 2006, 2007 gewesen sein mögen. Die NRW-Bank hat nichts anderes als den politischen Auftrag, Gewinne zu machen, nur um das Gesamtkonstrukt einmal darzustellen und aus den Gewinnen ihre durchaus politischen Projekte zu finanzieren. Das Konstrukt halte ich für komplett falsch. Das ist ein Schattenhaushalt, der da geführt wird, der parlamentarischen Kontrolle nicht mal mittelbar wirklich untersteht, ohne jetzt deine Funktion da in dem Gremium kleinreden zu wollen, aber ich befürchte, unsere Einflussmöglichkeiten sind doch da sehr übersichtlich. Nichtsdestotrotz hat die Bank das gemacht, was der politische Teil dieses Landes von ihr verlangt hat. Und das, was da angelegt worden ist, das ist in so einer Art Schatzbriefe angelegt worden. Das ist genau das Gegenteil von Spekulieren. Nee, ohne Dirk. Das ist genau nicht spekulativ. Das ist eine Geschichte, da hat sich die jetzige Heta, die damalige Alpa Adria, dargestellt auf Augenhöhe mit unserer Deutschen Bundesbank und gesagt, das ist völlig safe, damit mit dem Geld, was ihr uns gebt, spekulieren wir auch nicht. Dass sie das dann doch getan hat, und zwar gerade in kroatischen Mafiakreisen, das ist vielleicht dem geschuldet, von wem das Land Kärnten damals geführt wurde, von unserer rechtspopulistischen FPÖ, also von diesen Nazi-Verschnitten, die immer meinen, sie wären Law and Order. Dass ausgerechnet die sich mit kroatischen Mafia-Geschäften verheben, großartig. Aber das hat nichts damit zu tun, dass sie auf der anderen Seite gesagt haben, hey, bei uns ist das alles total safe, schließlich steht ja auch noch der Bundesstaat Österreich dahinter. Und weil das alles so total safe ist, kriegt ihr maximalen Inflationsausgleich plus 0,1, 0,2%. Das hat genau auf dieser Seite eben nichts mehr mit Spekulation zu tun. Wer es wirklich verbockt hat, ist die politische Führung der Alpa Adria damals gewesen. Und dann sollen sie gefälligst auch dafür gerade stehen. Und im Gegensatz zum Beispiel zu Griechenland, die bis jetzt immer alle ihre Schulden bezahlt haben, ist der Bundesstaat Österreich sehr wohlfähig, diese Zahlungen zu leisten. Und dann soll er das gefälligst auch tun. Und deshalb kann ich Dietmar nur zustimmen. Ich bin dafür, dass wir den Antrag stützen. Ob wir da drauf gehen, mir egal. Okay. Nico und dann in wirklich Ultrakürze Frank, weil ich glaube, es gibt nicht mehr viele neue Argumente. Ja, danke Grumpy. Möchte mich dem anschließen, was Frank gesagt hat, aber zum Teil was Toso gesagt hat, aber bin jetzt etwas verwundert über die Konsequenz, die Toso jetzt daraus für sich zieht. Wenn wir uns das mal vorstellen, das würde uns betreffen, also jetzt die Rollen vertauschen, wir wären Kärnten. Ja? Komisches Bild, aber okay, ne? Kleines Gedankenspiel. Ja, und das stimmt, was Toso sagt, hier wäre so ein kleiner Nazi-Verschnitt an der Macht gewesen, hätte hier Mafia-Geschäfte abgewickelt und jetzt kommt jemand hin und sagt, zahlt bitte für die Mafia-Geschäfte, die so Nazi gemacht hat. Könnte ich mir auch vorstellen, dass man hingeht und anzweifelt, ob das denn legitim ist. Oder ob man nicht das Recht hat zu sagen, nö, für den Quatsch wollen wir nicht haften als Steuerzahler. Ja, nur mal so als Gedankenspiel. Ansonsten nochmal, das finde ich halt gut, was Frank gesagt hatte. Wir werden hier in die Mithaftung genommen halt für diesen Quatsch oder sollen damit draufgehen. Also ansonsten werden wir für nichts gefragt, mit draufzugehen, sondern immer nur, damit die anderen sich absichern. Das ist die Frage, ne? Was vergeben wir uns, was haben wir da mit zu tun, damit drauf zu gehen. Ich bin nach wie vor sehr skeptisch, genau wie Frank. Ich glaube, wir können das nicht in aller bis ins Detail nachvollziehen, was da gelaufen ist. Die Untersuchungsausschüsse laufen da sicherlich zurecht oder liefen zurecht, keine Ahnung. Ist jedenfalls eine schwierige Gemengelage.
ich möchte mich damit nicht gemein machen mit den ganzen Vorgängen. Wenn die NRW-Bank klagen muss, soll sie das tun. Thosa hat vollkommen recht, dass dieses Geschäftsmodell insgesamt in Frage zu stellen ist. Sie sollte sich auf den Förderzweck beschränken und hier in NRW gute Sachen tun. Und dann notfalls, wenn man meint, man müsste gute Sachen tun, dann halt mit Steuergeld und nicht mit so, wie Thosa sagte, undurchsichtigem Geschäftsmodell. Genau das. Und insofern, ich kann auch die Leute verstehen, oder ich kann dich verstehen, Dietmar, wenn du sagst, okay, das ist halt jetzt aus Landessicht zu betrachten und wir begeben uns da in eine schwierige mediale Auseinandersetzung, dann würde ich da dafür plädieren, auch um hier als Fraktion dann tatsächlich geschlossen auch abzustimmen, dann in den Kompromiss, als Kompromiss eine Enthaltung dann vorzusehen, aber ich halte es für sehr gefährlich, auf diesen Antrag mit drauf zu gehen. Das lehne ich nach wie vor ab und ich glaube, wir haben da nichts zu gewinnen. So, wenn jetzt niemand schreit, möchte ich gerne über diesen Punkt eben abstimmen lassen, denn wir haben keine Zeit und ich höre hier Meinungen von Dingen, die wir auch schon schriftlich mehr oder weniger ausdiskutiert haben. Und wenn es jetzt keine großartigen Einwände gibt, hält Dietmar den Schlusssatz zu diesem Thema. Und dann stimmen wir darüber ab, ob wir auf diesen Antrag mit draufgehen oder nicht. Dietmar, bitte. Danke für die Meinungskundgaben, insbesondere auch hinsichtlich der Frage, ob hier undurchsichtige Geschäftsmodelle durchgeführt worden sind. Leute, es geht hier nicht um das Wohl und Wehe der NRW-Bank insgesamt und auch nicht des Landes Nordrhein-Westfalen insgesamt. Es geht hier um eine bestehende Situation der NRW-Bank und auch des Steuerzahlers in Nordrhein-Westfalen. Wir stehen hier vor der Situation, dass bei Aufrechterhaltung der Gesetzeslage in Österreich und ohne dass hiergegen opponiert wird, und zwar von Seiten der Bundesregierung wie aber auch von Seiten der Landesregierung, der Steuerzahler in Nordrhein-Westfalen Gefahr läuft, einen erheblichen Schaden zu erleiden. Und zwar unabhängig auch von etwaigen Verfahren, die die EU anstrengt. So, darum geht es. Es geht hier auch nicht darum, der Landesregierung irgendwie jetzt Knüppel in die Beine zu schmeißen oder denen mal Feuer zu machen, die sollten mal die NRW-Bank ändern. Das ist eine ganz andere parlamentarische Initiative. Auf dieser Ebene befinden wir uns nicht. Wir befinden uns auf der Ebene, hier Schaden vom Land Nordrhein-Westfalen abzuwenden. Und da mag natürlich in der Abstimmung, selbst über den Antrag, jeder Abgeordnete seine eigene Entscheidung treffen nach dem Gewissen, wie er glaubt, dass es richtig ist. Das ist vollkommen korrekt. Natürlich sind wir aber auch jetzt hier in der Entscheidung darüber, ob wir als Fraktion mit auf den Antrag gehen. Wie sich jeder Einzelne dann innerhalb dieser Sache entscheidet, da bin ich auch bei jedem Einzelnen, der da sagt, ich habe Bedenken, mich für diesen Antrag positiv zu entscheiden. Das heißt also, selbst wenn wir als Fraktion draufgehen, wird niemand hier geköpft oder verhaftet dafür, hier positiv abzustimmen, denn das wissen wir alle ganz genau, dass wir das als Piratenfraktion vom ersten Tag an nicht so gehandhabt haben, wie andere Fraktionen dies tun. Haben wir alles schon gehabt. Ja, ist kein Problem. Abstimmung. So. Man kann auch diesen, man jetzt kann keine auch, Ablenkung. Entschuldigung, man kann auch auf deinen Einwurf, Daniel, man kann auch. Geh doch einfach nicht auf den Einwurf ein. Nee, positiv. Nein. Man kann auch innerhalb der Debatte ganz klar hervorheben, dass und welche unterschiedlichen Auffassungen in der Fraktion trotzdem bestehen. Okay. Vielen Dank, Dietmar. Kommen wir nun zur Abstimmung. Geht die Piratenfraktion mit auf den Antrag zu Top 11? Das oh, entschuldige. Man kann das so nicht entscheiden. Ich hätte gerne gewusst, ob wir hier zwei Leute haben, die sich enthalten und dagegen stimmen. Oder ob das die Hälfte ist. Das ist für mich schon noch ein gravierender Unterschied, um zu sagen, ich gehe auf den Antrag. Können wir ja? Sehen wir das dann? Akustisch? Weiß ich nicht. Also ich... Meines Bild. Okay, ja. Genau, das möchte ich gerne wissen, doch bitte, wer sich enthält, formulier doch bitte wer das Meinungsbild ablehnen würde im Moment heute. Das würde ich gerne wissen. Das ist gut. Formuliere bitte ein Meinungsbild. Habe ich doch. Ja, nee, entweder oder ist... Nee, geht also ich möchte gerne wissen, wer sich zu dem Antrag, wer den Antrag ablehnen wird. Okay. Also wer wird den Antrag ablehnen? Ablehnt oder sich enthält? Nein, wer wird den Antrag ablehnen?
Ja. Genau. Also der Antrag das lautet gerade... Das hat damit zu tun, ob wir hinterher draufstehen, weil dann tendiere ich unter Umständen zur Enthaltung. Wir sind ja erst seit gestern hier in diesem Landtag. Ich finde das äußerst faszinierend. Also, kommen wir jetzt zur Abstimmung. Ich hoffe, jeder hat sich seine persönliche Meinung gebildet. Wir stimmen nicht darüber ab, wer diesen Antrag toll oder nicht toll findet. Wir stimmen alleine darüber ab, ob die Piratenfraktion mit auf diesen Antrag drauf geht. Ja, ich weiß, es ist manchmal nicht so leicht hier. Nicht wundern da draußen. Also... Geht die Piratenfraktion mit auf diesen Antrag, das Vertrauen in den bundesstaatlichen Haftungsverbund darf nicht gefährdet werden. Wer dafür ist, möge dies jetzt bitte per Handzeichen kundtun. Ich bitte die Namen kurz zu protokollieren. Wunderbar. Ich glaube, ich bin gerade aus dem Netz geflogen. Wer stimmt dagegen, dass wir mit auf diesen Antrag gehen? Wer enthält sich? Da wir in diesem Fall eine einfache Mehrheit benötigen und wir 6 Stimmen für diesen Antrag haben und 6 Stimmen gegen diesen Antrag, mit auf den Antrag zu gehen, bei 4 Enthaltungen, muss ich dem Antragsteller leider mitteilen, dass wir nicht mit auf diesen Antrag gehen. Somit können wir zurückkehren zum eigentlichen Thema, nämlich der Bestimmung der Redner für Top 11. Wer spricht jetzt also zu diesem Thema in der morgigen Plenarsitzung? Dietmar, bleibt es bei dir, trotz alledem? Du möchtest gerne ein Meinungsbild. Toso möchte gerne ein Meinungsbild. Genau, ich hätte gerne ein Meinungsbild, wer jetzt bei diesen Rahmenbedingungen dem Antrag zustimmen wird. Toso möchte gerne wissen, wer also dem Antrag morgen dann zustimmen wird, denn möge dies nun angezeigt werden? Ich teile dem Antragsteller mit, dies fällt bei ähnlicher Beteiligung etwas positiver aus als die Abstimmung zuvor. Also, bleibt es dabei, dass du als Redner gesetzt bist für das Thema? Wunderbar, danke schön. Das war Top 11. So, Top 12, steuerliche Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen. Es geht hauptsächlich um den Ausschuss Wirtschaft, Energie, Industrie, ein Antrag der CDU. Da ist noch kein Redner eingetragen. Jetzt die Frage Handwerkerleistungen, Daniel, würdest du dazu sprechen? Ich frage nur gerade, weil hier noch eine Lücke ist. Das ist Top 12 CDU. Hast du. Ja, wunderbar. Referent ist dann demzufolge nach Linus. Die Abstimmungsempfehlung müssen wir dann im Laufe des Tages organisieren und absprechen. 13 ist klar, 14 ist klar. Oh, Entschuldigung, es gibt einen Einwurf von Nico. Ja, kein Einwurf, nur eine Information. Ich habe gestern letztlich erfahren, dass ich das die Rede letztlich machen soll. Ich bin zu da noch 13, mit den, meinst mit, du jetzt, ne? Ja, Datenschutz und Datenwirtschaft, ja, von der CDU. Ja. Da bin ich noch gemeinsam mit Tom und Lara an einem Entschließungsantrag dann und Linus nicht zu vergessen.
Ich hatte gehofft, dass der vielleicht jetzt schon vorliegt, ist aber noch nicht, ist in den letzten Zügen, wird noch an den letzten Formulierungen geschliffen. Der kommt dann noch, jetzt, wie soll man damit? Kurzfristig. Ja, dann, also der kommt dann noch irgendwie rein, aber ich mach den Slot natürlich. Den kriegen wir bestimmt auch noch dann im Laufe des Abends abgestimmt. Also da folgt noch ein kleiner Entschließungsantrag. Dann Datenschutzgesetz 14 ist gesetzt, 15 ist gesetzt. Da fehlt aber noch eine Abstimmungsempfehlung, sehe ich gerade. Wirkung. Ach, das steht da unten. Ja, jetzt sehe ich es auch gerade. 16 ist lediglich eine Einbringung. Da geht es um das WDR-Gesetz, steht. 17 wird im umgekehrten Verfahren eingebracht. Nicht wundern, ohne Debatte geht dann in den Ausschuss. Dann folgen ohne Debatte nur lediglich die Einbringungen, die dann anschließend debattiert werden, beziehungsweise wo es eventuell mal Rückfragen gibt. Dann haben wir, ja? Eine Rückfrage von mir, einfach vom Vorgehen zu Top 18. Die Volksinitiative hat ja, die da genannt ist, mehr als genug Unterschriften eingereicht. Ist das üblich, dass wenn hier eine Volksinitiative entsprechend aufläuft, dass das dann ohne Debatte in den Ausschuss geht? In dem Fall gibt es da, glaube ich, auch die Rücksprache, wenn ich das richtig mitverfolgt habe, mit der Initiative G9 jetzt, weil dies ein Novum halt auch ist, also eine Volksinitiative im Landtag zu behandeln, dass die Volksinitiative bei der eigentlichen Behandlung im Ausschuss selber dort, glaube ich, mit zwei Sprecherinnen und Sprechern dann auch vertreten wird. Und es wird dann im Ausschuss, wir können das dann auch passend bewerben, denke ich mir mal, was die Bürgerbeteiligung angeht, groß und breit diskutiert und muss dann im Nachgang im Plenum diskutiert werden. Das ist wie ein umgekehrtes Verfahren. Eine Einbringung und dann. Ja, da gab es wirklich auch intern kurzzeitig einige Irritationen, weil dies halt ein Novum ist. Genau, ist ja, passiert ja leider nicht so oft. Ne? Aber ist ja gut, dass man sich dann mit den Menschen, die erst eingereicht haben, auseinandersetzt. Okay, Donnerstag, aktuelle Stunde. Rednerin habe ich mal Moni eingetragen unter Vorbehalt. Thema Inklusion. Ich trage euch beide mal ein. Genau. So, dann weiter. Da haben wir Bürokratieabbau, ein Block 2. Deswegen Toso und Frank oder Dietmar. Ihr einigt euch dann da eventuell noch im Anschluss an die heutige Sitzung. Dann haben wir, wo sind wir, 3, ist auch Block 2, eine Zweierteilung, einmal Simone, einmal Toso, wenn ich das richtig sehe. Es wird gerade noch, okay, steht. Nico, noch ein zweiter Referent zusätzlich eventuell, ich weiß es jetzt nicht. Gut. Ist eine Ausschussüberweisung. 4 ist gesetzt, Toso, 5 gesetzt, 6 gesetzt, 7, genau, 7, die besonderen Beziehungen auch in Zukunft pflegen. Nordrhein-Westfalen erinnert an die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staat Israel vor 50 Jahren. Ein Antrag, der zur direkten Abstimmung steht. Ich habe da zwischendurch mich auch ein wenig kundgetan. Ich hatte gestern kurz nachgefragt, das ist leider gerade nicht im Raum. Ich würde hier Joachim vorschlagen wollen mit dem sehr gut. Ich würde hier Joachim vorschlagen, weil er unser Obmann im Ausschuss für Europa und eine Welt ist. Wir können davon ausgehen, dass in diesem Zusammenhang hier der Landtag dies auf die eine Weltebene heben wird. Von daher würde ich hier dann entsprechend Tom mit als Referenten vorschlagen für den Bereich Europa. Nico, ist das okay oder okay?
weil da müssen wir dann nämlich auch noch die Abstimmungsempfehlung entsprechend ausarbeiten und die kommt dann im Laufe des Tages. Hierbei handelt es sich um einen sehr diplomatischen Antrag. Gut, 8 ist gesetzt, 9 ist gesetzt, 10, 11. Leider Top 12, ein Breitbandausbau und täglich grüßt, diesmal von der CDU, leider als letztes Thema. Daniel Schwert gesetzt. Geschätzte Zeit 18.25 Uhr am Donnerstag. Gibt es noch Lücken? Habe ich was übersehen? Okay, wunderbar. Vielen Dank. Dann wären wir am Ende Block von... Block 1, aktuelle gibt es gerade einen Seiteneinlauf? Aktuelle Stunde Mittwoch, da war Stefan noch nicht da. Ist das soweit ach so. Safe? Da steht zwar jetzt Stefan. Ich ganz kurz, Stefan ach so, da. Stimmt, Stefan. Hi, als wir kurz eingestiegen waren, war das Thema, die erste aktuelle Stunde der CDU ist ja das Thema Brücken. Ja. ist das okay, wenn wir dich da als Redner für die Aktuelle Stunde platzieren, in Rücksprache mit Stefan? Und wir haben da ja auch ein Positionspapier, glaube ich, hatte Oliver gestern schon rumgeschickt. Ja, das habe ich gesehen, da kommt jetzt noch dazu, das hatte ich heute Morgen noch geschrieben, ich habe auch ja. Mit LPT dagegen gestimmt. Großartig, das heißt also, da werden wir dann noch also einiges... Begründung steht aber in der Nähe auch drin. Ach so, Mikro, kannst du... Zweiten Redner. Also ich sage es nochmal, ich muss erwähnen, ich hab auf dem LPT dagegen gestimmt. Begründung war, für mich war der Knackpunkt dieses generell Tempo 60 auf Brücken, wobei ich dazu sagen muss, ich halte das im Einzelfall durchaus für eine Option, die man offen halten sollte, aber nicht als Generelllösung. Wenn ich mir vorstelle, das muss man jetzt auf der A45 machen oder so, also... Aber im Einzelfall sollte man es durchaus, wenn es das Positionspapier generell fordert. Okay, jetzt sehe ich zwei Wortmeldungen. Moni Toso? Ja, Frage, was heißt das? Heißt das, du vertrittst da jetzt in der Rede eine Position, die nicht unsere ist, die wir auf dem Landesparteitag so gesetzt haben, oder willst du dazu nicht reden? Ich habe jetzt nicht verstanden, was du damit aussagen wolltest. Moment, keine direkten Frage-Antwort-Spiele jetzt. In der Kürze der Zeit. Toso, bitte, wir sammeln das eben. Ja, es liegt eventuell daran, also der Dissens zwischen Olli und Stefan, die gibt es inhaltlich an der Stelle gar nicht. Olli ist der gleichen Meinung wie Stefan. Dieser Antrag, der dem LPT vorgelegt worden ist, der sollte hauptsächlich auf das Thema aufmerksam machen, war entsprechend überzogen und sollte halt eine Maximalforderung darstellen, um die Menschen ein wenig aufzurütteln. Stefan halt inhaltlich ist da, glaube ich, in völliger Konformität mit Olli. Dementsprechend wird Stefan das hervorragend verkaufen können. Dann habe ich noch Dietmar Joachim. Ich ziehe auch zurück. Dietmar zieht zurück, Joachim zieht zurück. Jetzt meine Frage ist... Gut. Nee, das war jetzt nicht so vorgesehen. Nee, das war. Ich hätte ansonsten jetzt nämlich eine Frage gehabt, nämlich ob wir noch eine zweite Rednerstelle platzieren. Ihr könnt ja mal darüber nachdenken. Ich hätte da sogar einen Vorschlag. Michelle, Daniel? Ja, schwierig ist halt tatsächlich nur, wenn das nur ein Wachrüttelantrag war, dass wir den abgestimmt haben auf dem Parteitag und dass das jetzt unsere Position als Partei ist. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn wir... Auch wenn jetzt unsere Bauleute inhaltlich auf einer Linie liegen, liegen sie halt neben der Parteilinie und haben das selber irgendwie, ja, Herr Daniel, Sie sind's. Okay, ich übergebe mal gerade die Sitzungsleitung an Joachim. Okay, dann war jetzt der Daniel dran, wenn ich das richtig sehe. Das ist halt schwierig. Ja, also das, was Michelle sagt... Ich frage mich jetzt aber gerade eigentlich vom Prozedere. Also Olli hat ja einen recht konkreten Vorschlag auf die Mailingliste geschrieben. Wir können den halt jetzt ignorieren und dann machen wir so, wie wir es jetzt hier besprechen. Ich finde aber gut, wenn jemand einen Vorschlag macht, dass wir über den Vorschlag reden und gegebenenfalls sagen, wir finden den Vorschlag doof und machen es anders. Aber den Vorschlag zu ignorieren, finde ich jetzt irgendwie suboptimal und an Ollis Stelle fände ich das sogar scheiße. Dietmar,
und dann ich. Da pflichte ich dir bei, hatte ich auch auf die Mailingliste geschrieben. Ich finde das gut, was Olli gemacht hat und gesagt hat und geschrieben hat. Ziffer 1 ist klar, da hat er nochmal die Position erläutert. Ich wäre dafür, diese Position ganz offensiv und mit pointiert, von mir aus sogar polemisch, vielleicht auch etwas sarkastisch oder ironisch rüberzubringen. Ob nun prominent an Top, an Nummer 1, Stefan, weiß ich nicht, willst du das, kannst du das? Ansonsten wäre es immerhin eine Möglichkeit, auf all das Gesumse, was wir uns dann von den anderen anhören, insbesondere von der SPD, wie toll sie sind, dann an zweiter Position in der Rede nochmal richtig drauf zu kloppen. Ich würde mich da anbieten. So, dann bin ich dran. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, bitte um Unterstützung von jemandem, der es weiß, in welchem Verhältnis dieser Antrag auf dem LPT abgestimmt wurde. Ich nehme an, das war knapp. Nee? Ja, das war sowas 60-40 oder sowas. Ja, reicht. Also nicht ganz knapp, aber auch kein überwältigendes. Ja, ist egal. Aber Positionspapier. Man sollte sich mal über die Rolle von Positionspapieren im Klaren sein. Das ist kein Wahlprogrammantrag. Natürlich. Und dient eigentlich der innerparteilichen Diskussionsförderung. Das ist richtig. Aber kann man auch der außerparteilichen Diskussionsförderung der gesamtgesellschaftlichen zuführen? Also ganz kurz, in dem Positionspapier steht ja nun noch ein bisschen mehr drin. Ich kann das Problem natürlich lösen, indem ich jetzt diesen strittigen Punkt in der Rede weglasse oder etwas aufweiche. Aber man muss ja nicht gerade diesen Knackpunkt, so wie er wollen. Wir wollen jetzt Tempo 60 auf allen Brücken, den an prominenter Stelle in der Rede platzieren. Also, vor allem kriegen wir dann wirklich Prügel von den Medien. Das könnte ähnlich gehen wie damals der grüne 5-D-Mark-Beschluss. Das hat die 2% gekostet. Wir haben ja nur 1,8. Gut, wunderbar. Ich sehe, dass dieser zu diesem Thema, das finde ich sehr interessant, dass da der interne Meinungsfindungsprozess noch nicht abgeschlossen ist. Ich sehe jetzt hier noch zwei nachträgliche Wortmeldungen. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir kaum Zeit haben, und möchte eigentlich vorschlagen, dass sich jetzt freiwillig ein zweiter Redner melden würde für das Plenum. Dietmar schlägt sich vor, ich selber hätte Toso vorgeschlagen. Daniel, was wolltest du noch loswerden? Ich wollte nur sagen, dass... Bitte mit Mikro. Ja, das ist das erste Mal, dass ich hier bin mit Mikrofon. Ich wollte nur vorschlagen, wenn wir das so machen, mit zwei unterschiedlichen Rednern, die möglicherweise auch eine unterschiedliche Intention präsentieren, dann kann das nur funktionieren, wenn dieser, ich sag mal, polemische Redebeitrag tatsächlich beginnt. Das ist der erste Slot. Und danach kommt Stefan als Fachpolitiker, der das Ganze sachlich betrachtet und auch vielleicht eine Alternative, eine andere Lösung halt anbietet. Umgekehrt finde ich das schwierig zu verkaufen. Also am Anfang polemischer Aufschlag, wer den macht, ist mir völlig Wumpe. Ich finde die Idee vom Olli letzten Endes toll. Wenn Dietmar das machen, Toso, meine Zustimmung hat das auf jeden Fall. Gut. Wenn niemand was dagegen hat, würde ich dies ganz bewusst dann jetzt mal so notieren. Vorsätzlich, genau. Kampfabstimmung um den... wenn ihr möchtet. Okay, dann lassen wir das jetzt erstmal so stehen.
Denn es handelt sich um eine Aktuelle Stunde. Eine Aktuelle Stunde heißt ja auch gerade in diesem Zusammenhang immer Debatte im Land. Richtig, dann sind wir bei Top 3 am Ende und kämen jetzt zu Top 4 ganz rasch. Antragsmampel von Muni, ist das ein Beschluss? Muni, bitte. Ich habe mir das zur Aufgabe gemacht, was wir letzte Woche in der Fraktionssitzung beschlossen haben zum Antragsmampel und habe einen Beschlusstext formuliert, den wir abstimmen können. Ich habe ihn jetzt nicht wörtlich vorliegen, vielleicht kannst du ihn einmal vorlesen. Das mache ich doch gerne. Der Text lautet wie folgt. Die Fraktion beschließt, das Antragsmampel freitags vor dem Antragsdienstag fortzuführen. Die Antragsteller nehmen an der Mampelsitzung teil, stellen diese vor und diskutieren mit den Zuhörern. Alle anderen MDL sind aufgerufen, eine Teilnahme ebenfalls zu machen. Wenn eine beschlussfähige Mehrheit an MDL im Mampel ist, können Anträge dort auch abgestimmt werden. Gibt es hierzu Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich hierüber jetzt abstimmen lassen. Wer spricht sich gegen diesen Antrag aus? Gibt es Enthaltungen? Bei einer Enthaltung ist dieser Antrag einstimmig angenommen worden. Vielen Dank. Dann werden wir dies beim zukünftigen Freitagsmumble auch so handhaben. Das war Top 4. Top 5. Kurzbericht über die Europäische Kommunal-Piratenkonferenz vom 15. bis 17. Mai 2015. Ich persönlich hätte ich euch eigentlich vorschlagen sollen, ob wir das nicht auf übernächste Woche schieben. Bitte. Frank Toso. Das hättest du jetzt nicht sagen brauchen, weil das ist schon überdeutlich zu merken, dass wir haben keine Zeit. Deswegen hätte ich jetzt vorgeschlagen, dass wir das auf übernächste Woche verschieben, was ich schade finde. Aber machen wir das halt so. Toso? Ich möchte mich auf jeden Fall nicht hetzen. Und wer sich zwischendurch informieren will, ich habe einen kleinen Bericht geschrieben und auf meiner Homepage veröffentlicht. Also. Du willst deine Homepage? Ich habe gesehen, hat auch 20 Piraten retweetet, soweit ich weiß. Ja. 20 Piraten. Von daher machen wir diesen Kurzbericht übernächste Woche. Vielen Dank. Top 6 CSD 2015 Düsseldorf war eine Idee von mir gestern, habe ich wieder zurückgezogen. Ich selber werde kommendes Wochenende beim CSD sein. Ich kann nur alle darum bitten, ebenfalls aktiv vor Ort mal aufzuschlagen, mitzuhelfen. Der Christopher Street, der hier in Düsseldorf hat, lange Tradition aus unserer Sicht. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt gerade erwähnt habe. Jetzt waren wir zu schnell. Top 7 Umlaufbeschluss. Es gab einen Umlaufbeschluss seitens von Lukas. Vielleicht möchte Lukas eben schnell dazu was sagen, während ich versuche... Ach, der ist angenommen. Stimmt. Der ist angenommen. Dann brauchen wir den ja gar nicht abzustimmen. Ja, ich füge den eigentlichen Link dann. Okay, danke schön. Top 8 Sonstiges hatte ich nichts bis gestern früh gesehen gehabt unter Top 8 Sonstiges. Und jetzt gibt es einen flüsternden Seiteneinwurf. Müssen wir klären im Laufe des Tages. Damit sind wir heute um 10.22 Uhr beim Ende des öffentlichen Teils. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Die Punkte, die jetzt noch eventuell geklärt werden müssen später in Bezug auf die Rednerlisten, müssen dann halt im Laufe des Nachmittags, ja, würde ich sagen, im x-seitigen Einvernehmen geklärt werden. Ich selber werde aus bestimmten Gründen einer kurzfristig anberaumten Sitzung seitens des Präsidiums schlechterdings nicht teilnehmen können. Und somit kommen wir zum nicht öffentlichen Teil diese Woche. Es gibt, bevor wir das in den nicht öffentlichen Teil gehen, noch einen Einwurf von Michelle.
Bitte? Ja, ich wollte gefragt haben, ich habe ja nur das 9:30 Uhr-Gedöns voll verpeilt und so, ob ihr in der Zeit, ich habe jetzt auch kein Device, um in die Tagesordnung zu gucken, ob ihr über die Abgeordnetenbezüge geredet habt, über die wir im öffentlichen, auf der öffentlichen Mailingliste seit Tagen diskutieren, oder ob wir das jetzt nicht öffentlich diskutieren, nachdem wir öffentlich diskutiert haben. Das, ich bin davon ausgegangen, dass wir darüber heute reden, deswegen frage ich nach. Toso, bitte. Also für mich steht da die Wahl, entweder wir diskutieren da öffentlich drüber. Oder gar nicht. Oder im nicht öffentlichen Teil könnt ihr das auch gerne machen. Genau. Aber dann gehe ich essen. Nö, ist mir schon klar. Ja, finde ich auch. Also ihr müsst jetzt, also da ich den Antrag, dieses Thema heute zu diskutieren, nicht im Vorfeld hatte, habe ich es auch nicht auf die Tagesordnung genommen. Wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, dies hier zu tun. Ich denke mal, dass die grundsätzlichen Positionen ziemlich klar sind. Und soweit ich weiß, gibt es auch bereits im Hintergrund Leute, die Anträge diesbezüglich ausarbeiten. Also, es gibt nichts, es gibt nichts abzustimmen. Es gibt nichts zuzustimmen, nach wie vor nicht. Leute, es ist doch eine Frage, wie wir uns hier in den nächsten 2 Tagen dazu verhalten. Genau. Ja, genau. Jedenfalls, wie auch irgendjemand, ob Joachim oder wer auch immer, in Interviews dazu gefragt wird. Ja. Dann muss Joachim sagen können, wir reichen den nächstes Plenum einen Antrag ein. Wir können auch Joachim oder wen auch immer da gefragt bin, nicht hängen lassen. Also es ist schön, wenn ihr jetzt die Tagesordnung haben wollt. Wir kommen wahrscheinlich, aber finde ich halt scheiße. Es ist super, wenn ihr hier versuchen wollt, die Tagesordnung zu kapern zu einem Thema. Ja, ich gebe dir recht. Es ist diskutabel, auch wie wir uns hier verhalten wollen. Aber dann tun wir dies, indem wir initiativ Anträge ausarbeiten und hier eingebracht diskutieren. Und nicht, indem wir hingehen und einfach eine festgelegte Tagesordnung mal wieder aus dem Bauch heraus umschreiben und ändern. Und ich gehe mal davon aus, dass Joachim sehr wohl bereits in der Lage ist, dies auch öffentlich zu vertreten. Also ich ertrage persönlich dieses beständige Derailing, was hier betrieben wird von Einzelnen, nicht mehr. So. So, und damit beende ich jetzt den öffentlichen Teil endgültig um 10.25 Uhr statt 22 Uhr. Und ich möchte mich ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken und wir gehen in den nicht öffentlichen Teil.